Wir haben nur abgezählt Munition, Steffen. 36 Schuss. Was? Was? Ich hab 8. Ich hätte auch noch 20 gehabt. Ja, GG läuft bei euch. Alles klar. Da, ja. Wie viel hast du, Kevin? 12. Ich hab halt die ganze Zeit ein bisschen gecraftet, während ich gefarmt habe. Ich hab Metall in die Ding. In den Schmelzofen. Ich hab den Pulver gebaut und hab halt da mein kleines Feuerlein da fackeln lassen. Was außerhalb der Base stand, dass ich euch nichts wegnehme. Ich hab Hunger. Brauchst du auch Fleisch? Was? Oder meinst du jetzt richtig Hunger? Nein, ich hab Fleisch. Ich muss es nur essen. Mir kommt's schon wieder. Volles Déjà-vu, man schon wieder auf dem Floß. Ich hab Angst vor dem Typen, den wir am Anfang getroffen haben mit dem Spino. Weil diesmal hat unser Floß nicht mal Wände. Also wenn ihr da hinten auf den Schneeberg guckt, auf halber Höhe rechts, diese Nöppel, der da absteht, da wollen wir ungefähr hin. Okay. Könnten auch auf dieser Insel da vor uns bauen. Das wäre eigentlich gar nicht mal so bad. Dann lass das doch machen. Aber wir haben da halt nichts. Da ist halt wirklich gar nichts. Wir haben nicht mal Metall da, das ist das Problem. Könnten wir dann fast gar nichts reißen, denke ich. Wir bräuchten halt erst wieder Stargates und so, um dann überhaupt mal Metall zu bekommen. Jo, wieder da. Okay. Wir könnten auch rechts kurz anhalten und Obsidian mitnehmen. Da steht auf dieser Insel, soweit ich weiß, aber auch ein Turret-Turm. Das ist recht gefährlich. Wir sollten auf jeden Fall versuchen, irgendwo anzukommen, wenn gleich Pause ist. Der Totenkopfinsel ist ein Turret-Tower. Ja. Lol. Hier auf der Insel, da könnten wir uns höchstens niederlassen, wenn wir da Dingens hätten. Wenn wir Stargates hätten. Wobei es theoretisch sogar machbar wäre. Wir könnten das tun. Ich bin dafür. Was ist euer Plan denn? Auf der Insel hier bauen. Hier? Ja. Hier? Das Ding ist auf jeden Fall easy zu deffen, ne? Ich wäre auf jeden Fall dafür. Das ist halt das Problem, wir müssten halt alles mit Stargates holen, ne? Wir wären aber auch erstmal safe. Das stimmt wohl. Haben wir irgendwo ein bisschen in der Nähe, eine Metallader? Totenkopfinsel oben drauf, ne? Ja, wow. Sollen wir es machen? Ja. Komm, wir ziehen hier hin. Ja. Drauf geschissen. Hier haben wir auf jeden Fall erstmal unsere Ruhe. Weil ich glaube, hier wird so schnell keiner hinkommen. Dann bauen wir uns die Base hier vorne in die Ecke rein irgendwie. Und dann willst du jetzt... Wo kriegen wir jetzt Metall her? Das ist halt scheiße, das ist jetzt für den Anfang. Ja, das müssen wir dann holen. Da müssen wir dann... Würde ich sagen, ich gehe dann gleich oben auf die Totenkopfinsel und fliege mit dem Fallschirm runter. Hol da oben Obsidian, Metall und weiß nicht was. Und danach place ich da oben ein Stargate. Ja, was bauen wir? Wie heißt nochmal das Ding nochmal? Ancient Bench, gell? Ja, dafür brauchen wir Fabricator und so. Aber diesmal Diesmal müssen wir definitiv gucken, dass wir die Base so an die Wand kriegen, dass da keine Lücke hinter entsteht. So. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Aber wir haben hier echt hier nichts an Metall. Wir brauchen 400 Metall für die Ancient Bench alleine. Ja. Aber wir haben eine Superforge. Ja, bringt halt nichts, wenn wir kein Metall haben. Das Metall ist, wie gesagt, direkt nebenan, ne? Jo, aber wir müssen nochmal 400 rüberkriegen, um das zu bauen. Also 800. Ja, das ist eine Fuhre. Quasi. Gut, wir wären halt erstmal safe. Ja gut, das dagegen sage ich ja nichts. Wie gesagt, wir müssen halt wirklich... Halt, was haben wir großartig zu verlieren? Ganz ehrlich. Ich kann halt nur jetzt gar nichts machen. Ich hab noch nicht mal Werkzeug oder so. Ja, das kriegst du ja gleich. Dann müssen wir jetzt erstmal aus Stein bauen. Ja, das Grundgerüst halt. Ich bin gerade dabei, quasi.
Wir müssen halt dann wirklich hier alles per Stargates holen. Das ist halt ein bisschen ätzend, aber... Das Ding lässt sich halt wirklich... Mitgenommen? Ja, ja, das hab ich. Das Ding lässt sich halt echt gut verteidigen hier, ne? Kannst nichts sagen. Wir brauchen nur überall Turret-Bunker an den Dings stellen. An den Strand. Und dann ist eigentlich alles safe. Wer macht jetzt die Fundamente? Ich bin dabei. Ich war dabei. Habt ihr jetzt beide gesagt, ihr seid dabei? Ja. Ja. Ich hab nämlich noch jede Menge Stein. Ja, passt doch. Nicht nur du. Brauchst du nichts mehr? Können wir gleich hier irgendwo einladen. Wir brauchen auf jeden Fall... Gibt's nicht hier auch irgendwo diese Flusssteine? Kann gut sein, ja. Guck mal. Was brauchen wir auf jeden Fall? Einen Schrank oder sowas. Ich hab da ja kein Holz und nix, ne? Ich hab ja noch nicht mal Werkzeug. Kannst du aber von Hand abbauen. Ja, mach ich mir lieber so eine... Du kannst ja mit der Spitzhacke... Warte mal, mach ich das mal kurz. Ich place hier gerade ein paar Schränke. Ich kann ja trotzdem Metall abbauen und Stein. So ja, ist ja klar. Nicht. Klar. Ist zwar nicht sehr viel, aber egal. Ja, reicht wahrscheinlich für ihr Werkzeug. Hier sind Schränke. Werkbank fehlt mir Holz und Metall für... Oh lol. Da hinten... Achso. Hä? Was ist? Naja, schon gut. Was ist das hier für ein totes Tier? Ein Pelagornis. Leder! Deswegen habe ich ihn getötet, aber ich kann nichts mehr tragen. Ich habe die Base ich jetzt hier so... erstmal so hingebaut. Ich denke, das würde gehen. Jo, es ist eh erstmal Pause, also von daher. 2 Minuten. Ja, aber im Großen und Ganzen. Ja, eigentlich schon vorbei. Klappt das denn hier wirklich? Komme ich hier lang? Ich glaube, es könnte ein bisschen eng werden. Also verteidigt die. Den Schrank mit eurem Leben. Leider auch gar keine Tames. Ja, wir haben halt wirklich nichts hier, außer halt Ruhe. Überhaupt. Ja, Ruhe ist, glaube ich, das, was wir am ehesten im Moment brauchen. Bis dein neues Video rauskommt. Nee, das dauert noch ein paar Tage, bis das zu erfahren sein wird, dass wir hier sind. Superforge, her damit. Und dann place ich die Superforge hier so an die Wand, würde ich sagen. Ja. Und dann bauen wir halt auch die Base einfach so in den Berg rein, ne? Das Problem ist, wir können dann unter der Superforge, glaube ich, die Fundamente nicht mehr entfernen, ne? Also können wir nicht aus Metall bauen dann. Doch, das geht. Ja, direkt brauchen wir Karl. So, ich stell die halt so wirklich, dass die... Wie groß soll das denn noch werden? Dass die so... Auf jeden Fall größer. Ohne Battle Base. So ist gut, oder? Ja. Ach, wir brauchen trotzdem Schmelzofen, wir haben kein Benzin, um die zu betreiben. Oh. Doch, ich habe Benzin in die Dinge in den Schrank gelegt. Wir müssen auf jeden Fall noch. Sicher Benzin, nicht Öl? Ich habe Benzin auch reingelegt. Ah, da ja, ich sehe es. Okay, gut. Dann auch direkt Holz in die Forge rein und so, ne? Sie brennt. Dann gehe ich nämlich jetzt direkt Metall holen. Und Obsi, dann können wir da dann auch ziemlich direkt ein Stargate placen. Und ja. Was machst du denn hier, Steffen? Ich tämme ich dies. Lol. Okay. Ja, nützlich. Ja, eben, dass wir da schnell rüberkommen. Und Moosas und so wäre dann nice, da kann immer direkt sehr. Ja, das ist klar, ich geh mal Moosas tämmen, bis gleich. Hast du denn schon einen zufällig? Nee, ne? Nee, gerade nicht. Okay. Die sind weggeschwommen, die Wichser. Iso, guckst du, dass du auch möglichst schnell die Turrets aufstellst? Ja, ja. Weil wir haben da ja irgendwie 10, 15 Turrets noch oder so. Sollte hier zufällig aus irgendeinem Grund jemand vorbeifahren. Ja. User joined your channel. Bibi. 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 Ich werde das Floß dann da stehen lassen und mit dem Fallschirm nach Hause fliegen. Eigentlich ist dieser Spot wirklich nicht schlecht, ne? Also mit Stargates geht das klar. Ohne Stargates wäre der richtig scheiße. Aber mit Stargates geht's. Die Sache ist, man wird
Man ist bei einem Raid richtig im Vorteil. Ja, das stimmt. Vor allem kannst du, okay, mittlerweile kann man eh nicht mehr Force-Feeden, aber dieses typische Reinrennen, Force-Feeden, Rausrennen geht halt nicht, ja, ne? Das geht hier nicht. Ohne Scheiß, diese Insel. Hätten wir vorher dran denken müssen, da hätten wir echt Zeit mit sparen können. Da hätten wir einfach direkt von zu Hause aus los, zack, dahin und dann hätten wir jetzt schon eine riesige Base. Was macht der Pelikan, der Böte? Warte, ich hol's. Wer macht runter? Baust du mal kurz ab, so wieder? Ja, das war's. Du hast mein Werkzeug. Ja, hab ich nicht. Ja, komm. Hide, oder? Fleisch brauche ich nur, ich weiß nicht, wo das gerade ist. Ah, ich hab's. Egal, bauen trotzdem ab. Ich hab Fleisch, aber bauen ab. Mich greift so eine blöde Fledermaus an. Okay, jetzt machen wir Wände. Jo. Also machen wir jetzt auch Steinwände? Ja. Ja, zumindest mal zwei. LOL, was? Alter, was? Das ernsthaft, das viert meine komplette Rüstung gerade kaputt gemacht? So ein Level 10 Onyx? Was geht denn bei denen ab? Die Onyx sind übelst okay. Ja, aber so Chaos laggt, glaube ich, gerade mega. Du bist jetzt mit der Super Forge. Oh ne, das war mein letzter Pfeil, deswegen, LOL. Nein, die steht doch schon. Auf Stein? Ja. Ja. Okay. Okay. Man baut richtig schnell die Walls. Oh lol, du hast mir nur die Superforge weggenommen. Was soll ich denn sonst wegnehmen? Ja, ich dachte, du ziehst mich komplett aus. Why? Weiß nicht, um deinen Fetisch. Boah, da kommt das nächste Vieh, ey. Oh, lass mich doch in Ruhe, du Arschloch. Die haben noch ganz schöne Aggro-Range, die Tiere, wa? Wir machen die Wände jetzt erstmal zwei hoch und dann erstmal drei. Okay, hier oben ist auf jeden Fall kein Turret Tower oder so, das heißt, und auch kein Stargate. Wobei ein Stargate eigentlich hier oben praktisch gewesen wäre für uns. Das ist ziemlich laggy gerade, ne? Aber dann wir haben ja halt hier alles, ne? Wir placen einfach hier unser Stargate und holen alles von hier oben. Metall, Kristall, alles da. 55 Onyx. Wie viel Obsi brauchen wir? Genug. Ich hol mal gerade nur. Wie viel Obsi brauchen wir circa? Ich hol mal gerade erstmal nur so viel wir brauchen. 80 Stück, soweit ich weiß. Für ein Stargate? Ne, ein Stargate braucht glaube ich 120 oder so. Wir brauchen erstmal 400 Metall, das ist viel wichtiger. Ja, deswegen hole ich nur so viel Obsi, wie wir brauchen. Dann hole ich den Rest Metall. Ancient Bench, was brauche ich für die Ancient Bench? Electronics. Machen wir hier vorne die Tür? Ja. Electronics, Crystal so, und Metall. Zwei? Da kommt ein riesen großes Tor hin. Habt ihr Kristall okay. Unten oder muss ich Kristall mitbringen? Ich komme zu dir jetzt, Kevin. Meinst du, schaffst du es hier hochzukommen? Ist das schwierig? Ja. Also du brauchst halt locker mal 10, 15 Grappling Hooks, ne? Alles klar, ich hab 6. Ja. Sowas in der Art dachte ich mir. Du bist ganz oben, oder? Ja, ich bin ganz oben drauf. Weil hier ist halt safe, ne? Wie viel Kristall brauchst du, Steffen? 50. 50 und dann nochmal 50 fürs ZPM. Okay, drauf geschissen. Ich bring gerade erstmal nur noch Metall mit, weil ich muss sowieso noch ein zweites Mal hier hoch. Ich hab einen Megalodon an Level 14. Yay. Nice. Kannst du mich nicht da hochgrabben oder so? Nee, es ist zu weit. Du kannst unten auch Metall farmen. Ja, aber da steht, soweit ich weiß, ein Turret Tower von X-Faktor oder wie die heißen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Metall. Ja, ist klar, ich komme jetzt mit Metall gerade. Bossfeeden funktioniert trotzdem noch wunderbar. Tut es das? Jo. Ja, was heißt wunderbar? Vergleich es dazu, dass man es vorher halt mit einem Speed machen konnte, der halt nicht zu bremsen war, ne? Du hast eine Sekunde direkt voll. Du hast keine Sekunde. Das ist nicht mal eine Sekunde, wo du Cooldown hast. Nein, er hat gesagt, du hast in einer Sekunde einen Rex voll gehabt. Ja. Ach so. Ich dachte, du hast eine Sekunde Cooldown, ich gerade so. Es ist noch damals No Name Season 1, wo wir tausender Fleischstacks hatten. Mhm. Was glaubst du, was die Leute da geforce-videot haben? Ja, aber es wird's halt nicht unterbinden, sag ich mal so auf die Art. Nein, du wirst abschwächen. Weil ich konnte. Ja, abschwächen schon. Weil ich habe jetzt gerade eben den Hai geforce-feedet. Und es hat an sich länger gedauert, weil es nachgeleckt hat, weißt du? So auf die Art.
Bevor du das nochmal machst, tut mir leid. Ich hol Holz. Gut, ich versuche jetzt, das ordnungsgemäß aufzubauen, okay? Also. Ja, ja. Ja, ja. Nein, ich weiß, was er meint, deswegen, weil er gerade gesagt hat, also, und wollte nochmal von vorne anfangen zu erklären. Ja. Was auf jeden Fall schon mal jemand machen kann, wenn einer nichts zu tun hat, hier die ganzen Pflanzen sammeln, Narkobären noch ranholen. Meinst so. Erstmal die Forge mit Holz voll. Ja, aber treib's nicht, ne? Ist gerade nicht so wichtig. Ich hab keinen Leder. So, ja, ach, aber, verdammt. Alter. Haben wir schon eine Ancient Bench? Nee, ne? Ancient Bench. Ich sehe Sally. Haha! Hä? Guck nach oben. Ich bin es. Der nackte Rächer mit dem Falschen. Oh, scheiße. Uah! Das tat weh. Egal, 500 Leben, Dude. Interessiert es nicht. Was ist das denn für eine Konstruktion hier? Willst du die Räume vermieten oder was? Ja. Umso mehr Wände, umso schwieriger. So. Ja, da sind viele Türen auch. Das ist voll das Labyrinth. Okay. So. Also sag ich jetzt nichts. Fabricator wird gebaut. Da ist ein Floß vor mir. Was? Ein besetztes? Nippelbande, ne, ist kein. Bauen wir hier die Crafting-Ecke komplett hin, oder was? Ja, da wo die. Okay, dann werden wir dann. Stell ich den Fabricator mal mit hier in die Ecke. Und dann gucken wir, dass wir dann da irgendwie dazwischen dann noch eine Chemistry Bench oder so machen. Später, wobei wir stellen Fabricator besser so längs hin, dann haben wir hier mehr Platz, können wir da mehrere. Ne, können wir nicht. Dann haben wir weniger Platz, bringt nichts. Oh, hier wird ja auch Zündpulver gemacht. Oh Gott, das ist ja voll selten, dass ich sowas sehe. Was hast du gefunden? Ein Raptor. Das hat voll Ewigkeiten her, dass ich einen Raptor gesehen habe. Krass. Okay, Leute, wir sind wieder in der Zivilisation. Und hier auch. Hört ihr das Brummen des Fabricators? Jo. Wie kriegen wir das denn hier zu, die Ecke? Schaffen wir das? Ich schaff alles. Oh, wir schaffen das. Ich schaff alles, lol. Perlen, 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 Perlen. So, Moment, ich mache jetzt einfach so ein Atemgerät hier. Atemgerät, Metallwasserspeicher. Atemgerät durch die Nacht. Alles klar.